Hallo zu einer, ja, eigentlich spontanen Folge. Es gibt Pickups und zwar war ich auf dem Flohmarkt. Doch mehr nach dem Intro. Ja, spontan war ich auf dem Flohmarkt. Naja, spontan nicht. War schon geplant. Und was nicht geplant war, ist eben, dass ich jetzt ein Video so davon mache, von dem, was ich gefunden habe. Ich habe alles mögliche interessantes Zeug gefunden und das zeige ich euch einfach mal. Ja, fand ich besser, als wenn ich nur ein paar Fotos mache und die vielleicht in der nächsten normalen Pickup-Folge zeige. Deswegen gibt es jetzt mal Flohmarktfunde. Ja, den Anfang mache ich mit was ganz Großen und ich sage gleich, die sind hier noch teilweise in den Tüten. Also ich habe es zwar auch nur kurz auf dem Stuhl, den ihr jetzt nicht seht, alles raufgestapelt und hier habe ich noch zwei Tüten und es ist wirklich von allem was dabei. Das erste macht ein Game, ein Brettgame. Eins, ich habe eine Tüte drum, die muss ich jetzt mal abziehen. Kurz, ihr seht es schon. So, Tüte weg. Einmal Spiel des Lebens. Das ist die MB-Version. Das ist wirklich ein Spiel, was ich auch in der Kindheit hatte. Und das habe ich jetzt für 8 Euro mitgenommen. Also hier könnt ihr sehen, Spiel des Lebens, ein richtig cooles Teil. Das ist der Klassiker. Hier ist das Handbuch. Oh, man muss dazu sagen, das Brett hier ist ganz schön gewellt, sehe ich gerade. Also das hat schon ein bisschen was mitgemacht, das Ganze. Das, normalerweise ist es, glaube ich, so genau und dann ist das da drin eingebaut. Also, aber es sieht vollständig aus. Hier sind die Spielfiguren in so einer Streichholzschachtel. Die Häuser, das Geld, ja, sauber machen muss ich noch. Das, also sauber machen muss ich alles noch, das merke ich hier auch, das ist staubig. Die Drehscheibe hier, die funktioniert noch. Aber es ist alles noch sauber zu machen, es ist ziemlich dreckig, sehe ich gerade. Oftmals brechen diese Plastiksachen ab oder die Nipsel. Es gibt dann so Häuser, die sind dabei, die Aufkleber, ja, hier muss ich vielleicht nochmal die Aufkleber festigen, die sind locker und es gibt eben halt so Berge, das ist ja noch ein bisschen 3D, so Berge, ja, hier, das Kleber hat sich gelöst, die werden dann hier so in die Spielfläche eingesetzt. Sieht ganz gut aus, ist auch noch, sonst sieht das echt in Top-Zustand aus. Die Oberfläche ist super. Das hier sieht man das vielleicht nicht so berauschend mehr. Aber was soll's, das hat jetzt 8 Euro gekostet. Ist ein Kindheitsgame und die Anleitung. Und gerade diese Version, das ist die Version, die ich bei meinen Eltern habe, wo die ich mit meinem Bruder gespielt habe. Also ach so, das ist alles von mir und meinem Bruder zusammen. Wir haben uns das jetzt, ich habe jetzt alles hier einfach mal hingepackt und damit ich euch das komplett zeige. Wie gesagt, habe ich mit meinem Bruder viel gespielt mit meinen Eltern. Ja, und dachten wir uns, oder er dachte ich mir, Mensch, das muss doch in der Sammlung, gerade die MB-Version, das Milton Bradley, ja, musste sein. Und sah recht gut aus. Wie gesagt, ihr habt gesehen, das Ganze muss noch ein bisschen gereinigt werden, überhaupt alles. Das ist jetzt sehr spontan. Also ich bin jetzt, wenn ich jetzt vom Beginn der Aufnahme, boah, gerade eine Dreiviertelstunde vom Flohmarkt zurück. Also das ist alles von heute Morgen. Gut. Mache ich weiter. Es gibt ein paar interessante Sachen. Fange ich an mit dem Buch. Star Wars Buch. Star Wars Legends Kenobi. Ja. Ist eine Geschichte, die wirklich nach Clone Wars spielt, wo Obi-Wan auf Tatooine sich zurückgezogen hat und Luke überwacht oder beziehungsweise in der Nähe von Luke lebt. Genau das, was jetzt in der Obi-Wan-Serie thematisiert wird. Interessant, dass es einen Roman gibt. Wusste ich nicht. Hat ein Euro gekostet. Ja, warum nicht? So, dann Kindheitssache auch. Mein Bruder sammelt die gerade immer oder immer noch seit der Kindheit, seit den 80ern, wo wir aufgewachsen sind. Lustige Taschenbücher. Disney lustige Taschenbücher, das sind jetzt die 500er Nummern. Man hat ja irgendwann so viele, dass sie voll sind. Dass man die ganzen, also zeige ich sie einfach nur mal ganz kurz. Einmal hier. Einmal das hier, die Cyberbrille 515. Ich werde die jetzt hier auch
mal ganz unten hinlegen. Dann haben wir hier Mission Doppelduck 524. Der Wünschomat 532. Planlos im Paradies 535. Erzeifeinde, da ist noch mit dem Ei zwischen, auch richtig gut gemacht, schön mit den Sachen, 536. Ja, das, ich lese sie immer noch gerne zum Frühstück, egal wie alt man ist, aber wenn man morgens um 5 aufsteht zur Arbeit oder kurz vor der Arbeit ist, finde ich, ist das das Leichteste zu lesen. Ne? Was soll ich da mit schwerer Lektüre? Und zur schwerer Lektüre auch Disneys Phantomias, auch eine, ja, Geschichten mit Phantomias. Das sind aber jetzt schon ein bisschen modernere Geschichten teilweise. Es mischt sich hier zwischen Klassik. Aber es gab auch schon ein bisschen Neuinterpretation, wo es ein bisschen zukunftsartiger ist. Ich gucke gerade, manchmal sind das auch Wiederauflagen von... Ja, hier sehe ich, das sind auch welche, die in den lustigen Taschenbüchern vertreten waren. Aber so komplett eben halt als Phantomiersbuch. So, was habe ich als nächstes? Also es kommen noch richtig tolle Sachen. Ein Lego-Set. Das ist diese Tütensets von Shang-Chi, von dem Marvel-Film The Legend of the Ten Rings. Die Legende der 10 Ringe, der Hauptcharakter mit dem Protektor, mit dem Drachen im Kleinformat. So. Kann man auch. Hat 8 Euro gekostet. Achso, bei den lustigen Taschenbüchern, hat er alle zusammen 15 Euro bezahlt. Das sind also 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, etwas über 2 Euro. 2,30 Euro oder 2,20 Euro pro Buch. Das ist ganz okay. Kosten ja 8 Euro, fast neu. Ne? Wie kosten die? 7 Euro kosten die neu. Somit im Endeffekt durchschnittlich 2,20 Euro. Kann man nichts zu sagen. Ja, dann habe ich mir etwas gekauft, eigentlich um es wieder zu komplettieren. Bei mir ist die Kassette gerissen. Und zwar geht es um die Kassette 3 Fragezeichen und der grüne Geist. Erst in einer der Erstauflagen mit der alten klassischen Musik. Da habe ich jetzt 2 Euro für bezahlt. Meine ist gerissen, passiert. Das ist eine ganz alte Kassette. Es ist einfach beim Hören macht es Klack und dann war es gerissen. Ja, was soll ich machen? Also habe ich mir gedacht, kaufe ich mir sie neu. Einziger Wermutstropfen dabei habe ich festgestellt, oder was heißt der Wermutstropfen? Das ist jetzt eine Aufgabe, Ausgabe, die schon wo gelb gedruckt ist. Ein Stand weiter, nachdem ich sie gekauft habe, finde ich die nochmal fast für den gleichen Preis. Habe sie nicht mitgenommen, wäre noch eine Auflage davor gewesen. Da war dann sozusagen hier auch eine gelbe CD, Kassette meine ich, mit Aufkleber. Was soll's. Für mich ist das für die Sammlung hauptsächlich. Da wollte ich eine klassische haben, um wieder die so komplettiert zu bekommen. So, was habe ich denn noch Schönes? Für 50 Cent gab es einen Garfield. Habe ich so mitgenommen, eigentlich auch noch wegen etwas anderem vom Garfield, was ich gefunden habe. Werde ich jetzt nicht unbedingt behalten. Ich habe jetzt gedacht, das gebe ich auch wahrscheinlich wieder ab. In meiner WhatsApp-Gruppe, wo wir uns über die Toys und Co. unterhalten, gibt es so ein paar, die Garfield mögen. Wahrscheinlich habe ich einfach an die gedacht. Wenn es einer interessiert, dann nehme ich das mit. Ansonsten, ja, greife ich vor, was ich zu Garfield. Und zwar habe ich 2 Garfield-Comics gefunden. Hier, das ist die Nummer, das 7. Buch. Preis ist durchgeschrieben, hat mal 10 Mark gekostet oder 9,90 Mark. Garfield schmust sich ran. Und kann ein Kater ohne Füße? Liegt im Trend, das 9. Buch. Das sind diese Comic-Strips, die hier drin vertreten sind. Naja, und die kosteten 2 Euro das Stück. Und ich dachte mir, sind ja auch schon seltener, warum nicht? Einfach mitnehmen, gibt bestimmte Sammler. Ja, Mensch, ich weiß gar nicht, wie ich alles hier präsentieren kann. Es gibt noch mehr. Bevor ich zu den Comics komme, beziehungsweise ich zu mehr komme, aber wie gesagt, das ist jetzt das Erste. Mache ich weiter, Bücher, Comic, jetzt komme ich mit Filmen. Es gibt auch 2 Filme neu,
die ich, was heißt neu, für mich Upgrades, weil ich habe sie auf DVD. Das sind jetzt Blu-rays Upgrades. Hier sogar in Sealed noch Blade of the Rose, ein Jackie Chan Film. Hatte ich bisher nur auf DVD in der Special Edition, das ist jetzt die Special Edition als Blu-ray, auch wunderbar. Und ähnlich ist es die 3D-Fassung von Die Reise zum Mittelpunkt der Erde mit Brendan Fraser. Ein absolut geniales, was heißt genial? Es ist die Jules Verne-Geschichte eben halt ein bisschen humoristisch erzählt, ein bisschen anders, ein bisschen moderner erzählt und beinhaltet den längsten Schrei, den Brendan Fraser je in einem Film gemacht hat. Dazu kann ich sagen, ich habe ein Interview mit dem Synchronsprecher mal geführt. Das ist etwas länger her. Schon eben halt Brendan Fraser spricht, Thorsten Münchow. Ich verlinke das jetzt hier. Sehr interessant, er spricht auch über Brendan Fraser. Und ich glaube, dass ich auch ganz kurz darüber diesen langen Schrei mit ihm mal geredet habe. Das war schon sehr lustig, was er dazu gesagt hat. Also, es lohnt sich, das Ding, also das Interview, sich einfach mal anzuschauen. So, weiter. Was mache ich jetzt weiter? Ich überlege. Ja, ich habe jetzt CDs. Jetzt kommen CDs. Ich habe die drei neue vier CDs. Sind Soundtracks. Stück. Was waren das? Also hier waren die Filme je 2 Euro. Das nochmal so gesagt. Ich wollte ja die Preise mitnehmen. Also mache ich das auch. So, dann haben wir hier drei CDs, zwei Soundtracks. Ich liebe ja Soundtracks. Einmal Pack der Wölfe, hat auch hier 2 Euro gekostet. Pack der Wölfe hatte ich noch nicht als Original. Was heißt Original? Ich habe es als digital, glaube ich, gehabt, aber nicht als CD. Den Soundtrack, ein interessanter Soundtrack von Joseph Loduca. Der hat auch Xenon und Herkules zu den Serien die Musik gemacht und auch zu den klassischen Filmen von Evil Dead. Großartiger Actionfilm mit Mark Dacascos, den habe ich ihm auch im Interview gehabt. Mensch, das verlinke ich auch hier. Tolles Interview, schaut euch das an. Ein klasse Typ. Also ich habe das Interview gefilmt, meine Kollegin hatte die Fragen gestellt. Ich konnte nicht beides machen in dem Moment, aber ein dufter Kerl. Schaut euch das Interview an, es ist hochinteressant. Und auch ein großartiger Film, kann ich auch nur ans Herz legen. Ihr seht, das wird schwer sein, dann den ganzen Platz zu finden. Weiter ein Film, jetzt habe ich hier 2 Danny Elfman Soundtracks und einmal den Batman, den klassischen, hat mal 30 D-Mark gekostet, sehe ich hier bei WOM, World of Music, noch Preise, der hat mal 20 Euro gekostet. Ja, CD drin, ich habe gar nicht reingeguckt, ob die CDs drin sind, dann fällt mir gerade ein. Na, doch, CDs sind drin. Der Wölfe, wie gesagt, das ist der Soundtrack, das ist der Instrumentale, das ist ein genialer Soundtrack von Danny Elfman. Hab den auch, ich glaube, der wird mich auch verlassen, genauso wie mich die Bücher hier verlassen werden, wenn jemand Interesse hat aus meiner Gruppe, wenn das dabei bleibt. Aber ansonsten lese ich mir sie einmal durch. Und auch ein großartiger Film, Tim Burtons The Nightmare Before Christmas, auch der instrumentale Soundtrack. Natürlich sind auch ein paar Songs drauf. Das ist aber auch die englische Version, denn Danny Elfman, der Komponist, ist die Singstimme von Jack Skellington. Das ist jetzt auch die englische Version hier, auch großartig. Die Zeichnung, da könnt ihr es sehen. Ich hoffe. Großartig. Nur musste ich haben. Ich glaube, die Fassung nicht. Ich habe die, glaube ich, mit deutscher gehabt. Deswegen war das für mich auch recht interessant zu haben. So, dann habe ich noch ein Soundtrack. Was habe ich dafür bezahlt? Ich glaube, 3 Euro. Da wollte ich nicht runterhandeln, da wollte ich jetzt 5 haben. Ich habe es auf 3 runtergehandelt. Ist auch Batman, aber in einer Edition, oder beziehungsweise der zweite Soundtrack zu dem Film mit Tim Burton, gab es ja noch den Soundtrack von Prince. Prince hat ja die Songs gemacht, Bad Dance und so weiter. Richtig geile Songs, also für den Film. Aber dann habe ich diese Edition gefunden, in so einer Metalldose, und die kannte ich noch gar nicht. Sind jetzt hier noch, der Preissticker ist da noch drauf, und leider ist die Rückseite mit den, wo der Aufkleber war, wo ihm halt gesagt wird, was drauf ist an Tracks, das fehlt. Aber dafür ist noch erstmal, das ist innen so schön mit Schaumstoff ausgeklebt. Das ist auch ganz witzig. So, CD, oh gut, die ist ein bisschen angekratzt. Das muss ich ganz ehrlich sagen, ist ein bisschen gekratzt. Erstmal ist sie schön mit dem Bat-Logo, mit dem Batman-Logo. Das ist richtig geil. Das gibt es so nicht.
Und dann ist hier ein Booklet dabei. Und das ist so richtig schön mit Batman-Logo und Fotos und... Könnt ihr sehen. Richtig geil. Ich habe das noch nie gesehen. Diese Batman-Dose. Ob ich das behalte, weiß ich auch noch nicht. Aber ich fand das so seltsam und so interessant, weil ich gerade die Soundtracks gefunden habe, dachte ich, das muss ich mitnehmen. Eine absolute, ja, Rarität, kann ich fast sagen, weil ich habe schon nachgeguckt, es war eine limitierte Edition. Die ist bei uns teilweise kaum vertreten gewesen. Ist, glaube ich, in England zum größten Teil erschienen. Ja, und mittlerweile super selten. Also hätte ich nicht gedacht. Geil, einfach nur geil. So, weiter geht's. Oh, ich habe noch Highlights, aber gut, das wird draufgepackt und Aufnahmen hinterher kommen. Also ich meine, die Sachen packe ich jetzt hier drauf und dann muss ich wieder runternehmen, wenn ich genaue Aufnahmen nochmal für euch zum Ende mache, wo ich nochmal mit der Kamera über alle schwenken werde. So, ich habe weitergefunden, das will ich noch nicht. 2, 3 Fragezeichen Bücher, das gebe ich gleich vor. Ich lese ja auch gerne die 3 Fragezeichen. Leider habe ich meine Liste. Ich habe eigentlich immer eine Liste mit, welche Bücher ich schon habe. Aber irgendwie habe ich wohl mein Buch, ich habe so ein Notizbuch, kann es nicht mehr, war weg. Plötzlich war es weg. Schade. Deswegen, aber ich weiß, die habe ich nicht gehabt, sonst hätte ich noch 1, 2 andere Bücher mitgenommen. Ich habe einmal mitgenommen 3 Fragezeichen und Der tote Mönch. Ja, muss ich jetzt drauflegen, geht nicht anders. Und 3 Fragezeichen, Dein Fall Wüstenfieber. Das ist so ein Mitratefall. Da hat man dann so zum Ende so ein paar Informationen. Sozusagen, das ist so ein, wie nennt sich das, Choose Your Fate, also entscheide dein Schicksal. Wie soll die Geschichte weitergehen? Hier ist es so zum Beispiel, möchtest du weiter, hier geht es ja um das Rennen, wenn die Rennmeile erkunden möchtest und die Taschen über den Infopoint Service zum Star-Team bringen willst, dann weiter zu 37 oder sollen die 3 Fragezeichen auf Nummer sicher gehen und die Taschen selber in den Wohnwagen bringen? Lies weiter auf Seite 57. Das heißt, man entscheidet so ein bisschen und die Wege der Geschichte und so ergeben sich ja unterschiedliche Enden. Ich habe noch keins von diesen Büchern gelesen. Es war wohl ein Geschenk. Hier ist der Preis überklebt. Ja. Und die Bücher sind etwas seltener zu finden auf dem Flohmarkt. Meistens findet man die normalen Bücher. Und ja, ich habe jetzt insgesamt, glaube ich, 3 Stück davon, beziehungsweise meine Schwester übernimmt die immer. Die liest sie genauso gerne. Ja. Und das hat sich jetzt gefunden. Super. Hätte ich nicht gedacht. Ist ein geiles Stück. Ja. Ach man, ich müsste eigentlich abräumen, aber ich will kein Spray machen. Deswegen mache ich einfach weiter. Ich habe noch 2 Bücher gefunden. Ich wusste gar nicht, dass es dafür von Bücher gibt. Das sind 2 Schneiderbücher. Und zu einer Hörspielserie, die aus den 80er Jahren. Und zwar die Pizzabande. Und zwar hier das Buch zu Das Paradies der Frösche oder Der Bandenkrieg. Wusste ich nicht, habe ich auch einfach mal so mitgenommen. Hier haben wir Tragen, Füchse, Trainingshosen oder die Müllaktion mit der Pizzabande. Es gab bei Europa eine Reihe, Hörspielreihe dazu und ist so 85 herum rausgekommen. Ja, aber ich wusste jetzt nicht, dass es Bücher gibt. Wann sind die hier erschienen? Wann steht hier ein Datum? Maike hat, einer lieben Maike hat mal das Buch gehört. Ist jetzt ein bisschen sonnengegilbt und ich sehe, hier ist ein Lesezeichen drin mit so einem chinesischen Teil. Lustig. Aber, na, ist hier. Oh ja, hier haben wir die Pizzabande. Ist sogar bei Schneiderton später rausgekommen. Interessant. Hier könnt ihr sehen, das ist Werbung. Schneiderton hat auch Geheimagent Lennet. Habe ich auch mal ein Video zu gemacht zu den Büchern. Rausgebracht, aber es gab auch bei Europa die Pizzabande. Interessant, die ist dann gewechselt. Richtig, richtig klasse. Ach, hier hat jemand angekreuzt, welche Bücher er haben möchte. Es gibt eine ganze Menge davon. Wahnsinn. Wolfgang Holbein hat sogar ein Buch geschrieben. 17, 18 Bände, um die 18 Bände. Nicht schlecht. Ja, wie gesagt, 2 Bücher von der Pizzabande. Ja, habe ich 1,50 bezahlt für beide Bücher zusammen. Da konnte ich auch nicht zu sagen. Ach so, bei denen, die haben mich 4,50 € gekostet. Die fand ich schon ein bisschen teuer, aber wenn man bedenkt, die kosten auch so um die 10 € pro Buch.
Ich habe es ein bisschen runtergehandelt. Es war noch, sie sind im sehr guten Zustand. Ja, kann man auch nichts sagen. Aber das hier, das ist doch ganz witzig. So, dann habe ich noch drei kleine Comics. Richtig geile Comics. Richtig top. Auch wenn ich zwei davon schon habe, aber ich konnte das Bundle nicht mitnehmen. Ich habe 3 Euro dafür bezahlt. Und es geht um Taschenbücher. Transformers Taschenbuch Nummer 2. Cool. Habe ich schon. Es gibt nur 4 Stück, aber wenn ihr meine Videos gesehen habt, ihr wisst, Buch 4 war das letzte, was mir fehlte. Ja, aber ich habe jetzt Buch 2 nochmal und Buch 3 gefunden. Und finde ich auch geil. Mask, Überfall im Affentempel, Nummer 6. Hier so mit geiler Mask-Werbung, das kann man noch ansehen. Absolut geil. 3 Euro. Ich glaube, diesen Band mit Mask habe ich noch gar nicht. Ich habe davon eigentlich, glaube ich, nur einen Band, aber ich bin mir da gar nicht so sicher. Aber für je 1 Euro, da konnte ich nicht Nein sagen. Das musste sein. Ja. Und das letzte, was ich jetzt hier habe, noch geht wieder um Games, klassische Games, Retro-Games. Das ganze Bundle, was ihr jetzt gleich seht, Games plus einer Konsole, das war's für 20 Euro. Also wir sind, mein Bruder und ich sind auf den Flohmarkt gekommen und dann war das so, dass wir, ja, einer der ersten Stände, der baute gerade auf und dann stellt er eine Plastikkiste hin und wir sehen da PlayStation 1 Spiele. Ja, PlayStation 1 und eine PlayStation Konsole. Ja, die PlayStation, ich habe sie noch hier in den Tüten und mit reichlich Zubehör. So, ich fange mal an mit der Konsole direkt. Er wollte alles zusammen, alles, was ihr gleich seht, 20 Euro. Ich nehme auch die Kabel raus, ich zeige euch das auch. 20 Euro. Die ist in einem wirklich sehr guten Zustand. Laut ihm soll sie sogar gechippt sein. Ja, eigentlich wollten wir nur die Games haben und fragten, was sollen die Games kosten. Ja, wenn ihr alles nehmt, gebt mir 20. Mein Bruder und ich uns nur angeguckt, 2 Sekunden sozusagen Augenkontakt, ja, machen wir. Das war einfach top. Ja, funktioniert hier auch super. Also noch öffnet sich super. Eine Memory Card ist drin. Bin mal gespannt, was sie doch für Spielen gespielt haben. Ich werde noch mal eine Aufnahme machen, wenn ich das vielleicht, na, wahrscheinlich habe ich das Video hier eher fertig, bevor ich die Aufnahme machen kann. Oder ich habe das Video wahrscheinlich eher geschnitten, als ich zeigen kann, ob es funktioniert. Aber ist eigentlich auch relativ egal. Alles zusammen 20 Euro. Ist echt ein Schnapper. So, weiter geht's. Ich nehme einfach raus aus der Tüte jetzt hier, was wir alles eingepackt haben. Hier haben wir einen PlayStation 1 Controller, erste Generation, noch ohne den Analogstick. Controller packe ich jetzt mal drauf. Es gibt noch mehr Kabellage. Deswegen, so, hier ist noch ein zweiter Controller, PlayStation 1. Ob die nun Haie sind, das kann ich nicht genau sagen. Das wissen wir jetzt nicht. Das wird alles getestet. Aber Wahnsinn. Wie gesagt, 2 Controller. Hier haben wir. Ja, ich will jetzt nicht, dass es runterfällt. Das ist ein Stromkabel und ja, hier seht ihr Kabellage. Das lege ich jetzt mal hier auf den Stuhl wieder. Ist nicht so wichtig. Ja, dann Kabel. Immer die Endkabel. Mal sehen, welches Gerät jetzt hier gleich kommt. Egal, ich versuche es. Ist ein bisschen verworren. Ihr seht schon, ein 4-Spieler-Adapter. Ist hier nur jetzt irgendwie ein bisschen verhakt. Egal. Ein 4-Spieler-Adapter. Den hatte ich noch gar nicht, war dabei. Hier kann man eine Memory Card auch reinstellen, decken. Da ist er verhakt. Und ich gucke jetzt gerade. So, das ist der. Ja, da haben wir den. Also 4-Spieler-Controller. Und es geht weiter. Ihr seht, das ist ein Controller-Kabel. Ja, es ist noch, sind hier noch Controller drin. Und ich will nur aufpassen, dass ich nicht. Keine Ahnung. Sind ganz schön verknotet. Ihr seht, hier ist ein
PlayStation 1 Controller, ein schwarzer, auch ohne, und noch ein zweiter schwarzer. Jetzt, das sind auch die klassischen Controller, also ohne. Aber ich habe schwarze eigentlich noch nie gesehen, weil ich dachte erst, das ist ein PlayStation 2, aber PlayStation 2 müsste ja dann schon den Analogstick gehabt haben. Ja, Wahnsinn. So, was haben wir dann noch gehabt? So, die Tüte ist leer. Eine CDR, steht nichts drauf, ist leer. Und hier ist FIFA 98, aber das müsste auch eine CDR sein. Ja, das ist eine Kopie. Das hat er mit, da war er in der Tüte drin, also in dem Sinne, egal, das will keiner sehen. Ja, vier Controller, eine PlayStation, das für 20 Euro, wenn die funktioniert und gechippt ist, ist das schon, hat man die Miete drin. So, und dann habe ich eine Tüte voll mit Games. So, ich kann auch nicht sagen, ich habe nicht in alle Spiele reingeschaut. Es sind, ich kann nur so sagen, einige Platinum-Games drin und eigentlich... Ich muss mir das so machen. Ich mach mal hier hinlegen. Es wird sowieso fürs Foto ganz anders sein. Ich greife von oben runter. Wir haben hier Formel 1 in der Platinum-Version. Ich gucke auch rein, ob es vollständig ist. Mit Handbuch und das Spiel ist drin. Formula 1. Schauen wir an die Zustände. Super. Ein bisschen staubig, aber das ist kein krasser Nichts. Top. Kann ich nichts gegen sagen. Ja. Fürs Endvideo wird es gleich ein bisschen aufgeräumter aussehen. So, was haben wir hier? Street Racer. Habe ich auch noch nie gesehen. Cool. Absolut cool. Auch noch so diese Erstauflage in der Hülle. Die Hülle ist in sehr gutem Zustand. Gut, ein paar Abnutzungen, aber heil. Nichts gebrochen, nichts angerissen. Handbuch ist dabei. CD. Abbruch ist ganz schön schwer, wenn ihr seht, wie dick das ist. Ihr könnt das sehen. Toll. Habe ich überhaupt noch nicht gesehen, das Spiel. Also ich habe das Spiel noch nie, ne? CD, ja, abgesehen, dass da ein paar Staubreste drauf sind. Top. Es ist jetzt frisch ausgepackt vom Flohmarkt. Das meiste ist noch nicht sauber gemacht. Nur ganz, ganz, ganz klein wenig. Ja, Street Racer. Weiter geht es. Das ist eine Platinum-Version, sieht man sofort. Aber die alte Hülle, Tekken 1. Absolut cool. Die Hülle ist ein bisschen angebrochen. Gut, das passiert ja leider bei denen. Und das Handbuch ist gebrochen. Das Handbuch ist kaputt. Das ist leider beschädigt. Hier ist eine Seite ist rausgerissen. Das ist sozusagen, ja, weil es so offen ist, ist es gebrochen. Aber ansonsten, ich meine, selbst das... Ihr wisst, was ich bezahlt habe. Top. Und CD, wie sieht die aus? Ja, hat ein paar Abnutzungen, müsste aber super funktionieren. Staubig aber. Ich sag ja, staubig ist es noch. Handbuch ist jetzt beschädigt. Aber was will ich, was soll ich dazu sagen? Es liegt aber auch an dieser komischen Verpackung, habe ich das Gefühl. So, wo Tekken 1 ist, darf Tekken 2 nicht lange fehlen. Auch diese alte Box, Wahnsinn. Ich wusste gar nicht, dass sie in der Platinum-Version auch in dieser alten Box erschienen sind. Bin ein bisschen rausgerutscht. Hier ist die nächste lose Seite. Das Buch sieht aber heil aus. Das heißt, das könnte aus dem anderen Stamm hier, wie gesagt, lose Seiten leider. Tekken 2 Handbuch sieht heil aus. Ja, das sieht auch anders von innen aus. Ja, staubig nur, ne? Noch eine zweite CD hinter. Oh, die Point Blank Demo. Wusste gar nicht, dass das eine Demo ist. Interessant, interessant, interessant. Wahnsinn. Ja, das Ding ist staubig, auch von innen. So, lege ich mal vorsichtig. Und weiter geht es. Auch ein Klassiker mittlerweile. Disneys Herkules. Und wir haben kaum reingeguckt in diese Spiele. So, Hülle ist dabei. Anleitung. Eine Mickey Maus
mit Tipps zum Spiel, Passwörter, der Level, auch nicht schlecht. Ja, die Hülle ist ein bisschen beschädigt hier, ein paar Nips ist abgebrochen. CD ist in gutem Zustand. Wahnsinn. Top. Ja, wie gesagt, sauber machen, das ist das Einzige. Oh, hier sind auch ein paar Sachen aufgeschrieben. Aha. Echt klasse. Macht Spaß. So, was haben wir noch? Kommen noch Spiele. Oh, seht ihr, es macht Spaß. So, Rayman. Rayman 1 in der Platinum-Version. Fülle. Auch hier, gut. Dickes Mega-Handbuch. Spiel ist drin. Wieder aus der Mickey Mouse. Tipps und Tricks bleiben drin. CD, ja, ist dreckig nur. Also eingestaubt. Aber das sollte nicht das Problem sein. Ich weiß gar nicht, welches Spiel ich davon habe und welches nicht habe. Ein paar habe ich schon, wie jetzt Herkules. Das wird mich dann auch verlassen. So, dann auch ein Spiel, was ich glaube ich nicht habe. Track and Field 1. In der Platinum-Version. Handbuch, okay, das ist ein bisschen wellig, das hat ein bisschen Feuchtigkeit gesehen. CD ist drin, auch staubig. Jo. Obwohl, da ist die Hülle ein bisschen angeknackst. Die ist ein bisschen, na egal, kann man so immer noch ins Regal stellen. Und ein Spiel gibt es hier noch, glaube ich, ne? Das ist das letzte da drin, dann ist die Tüte auch leer. Das habe ich noch gar nicht, ich wusste nicht mal, dass es gibt. Earthworm Jim 2. In der normalen Edition. Echt toll. So, wollen wir mal gucken. Es ist schwer. Ubisoft. Informationen. Hier ist das dicke Handbuch. Top Zustand. Das Handbuch ist top. CD. Oh, ist mega. Weiß nicht, ob ihr das seht. Top. Keine Kratzer. Bisschen, wie gesagt, ein bisschen Staub. Das ist das Einzige. Aber komplett. Absolut komplett. Ich habe das Spiel noch nie gesehen. Als PlayStation. Ich kenne es als PC und PlayStation 2, glaube ich. Also anderweitig, aber PlayStation 1 habe ich noch nie gesehen. Wahnsinn. Ja. Jetzt ist noch eine gewisse Unordnung. Fürs Endvideo gleich gibt es ein bisschen mehr Ordnung noch. Da wird es noch mal ein bisschen detaillierter gezeigt. Aber ja, Wahnsinn. Was sagt ihr? Wie gefallen euch meine Flohmarktfunde? Und ja, für ein spontanes Video, für ein Pickup-Flohmarktfunde-Video, genau das Richtige. Naja, ja, egal. Ich weiß, ihr lasst in den Kommentaren euren Senf ab, ihr sagt, was ihr davon haltet, was ihr in der Kindheit hattet und naja, was ein Schnapper war, was vielleicht zu teuer war. Ach, schreibt mir einfach. Und wenn das Video euch gefallen hat, ein Like, ein Abo, falls ihr noch nicht getan habt. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal.